China erhält Cyclones hier. Was macht das? Das ist ja immer interessant. Umschließt und wirft Ziele in die Luft, außer schwere und fliegende Ziele. Ja, okay, cool. Das ist doch nice. Gähn. Ah, es wird schlimmer, glaube ich. Diese Schwerelosigkeit ist schwer zu handhaben. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das richtig lustig, Leute. Stell dir vor, du lädst ein Mädchen ein, das dir gefällt, hierher ein. Du könntest mit ihr auf eine Reise Spaß haben, die normalerweise nicht möglich ist. Oh Mann. Und wie? Fangen spielen oder so? Du bist sowas von langweilig, Lloyd. Was soll ich davon halten? Mal ehrlich. Okay, also. Wenn ich das so sehe, brauchen wir irgendeine Karte oder sowas, um hier weiterzukommen. Wenn wir da drüben durchkommen. Aua. Rain. Danke. Das heilt uns nämlich voll, auf jeden Fall. Hallo. Das reicht ja wohl jetzt mal. Okay. Da ist noch so ein Vieh. Ach, den Gang kennen wir. Die Treppe kennen wir aber auch. Sind hier diese blöden Gänge alle offen? Das verwirrt mich nur noch mehr. Okay, dann gehen wir nochmal. Oh nee, oder was? Warte, ich weiß nicht. Irgendwo war noch so eine Kugel, die habe ich aber nicht aktiviert. Aber das war nicht hier, ne? Nee, verdammt. Schon wieder drauf reingefallen. Jetzt, wo wir mehr Möglichkeiten haben, bin ich noch durcheinanderer als vorher. Also noch orientierungsloser ist, glaube ich, das bessere Wort. Was ist der denn da? Komm, ich mach dich jetzt erstmal voll kalt hier. Oh, 1000 Schaden ist doch nice. Ja, genau deswegen. Ah, jetzt ist gut. Okay. Da raint es aber wirklich auch. Das ist quasi nochmal mit dem Tiger Blade am Ende, ne? Ja, cool. Ja, ist okay, Leute. Haben wir noch was? Ja, hier haben wir diese ganzen Dinge, die man mal lernen müsste, aber okay. Gehen wir nochmal den Weg hier. Wo kommen wir da? Hier kommen wir nochmal bei... Nee, hier kommen wir da doch hier raus. Und hier war nur eine Kiste, ne? Oh je. So, sehr schön. Ich möchte hier, glaube ich, aber wieder was anderes haben, was nicht so teuer ist. Oh, Rising Falcon ist ja auch nicht teuer. Das Rising Beast hier noch billiger. Tiger Blade hatte ich hier, glaube ich, ne? Ja. Genau. Super. Obwohl, ich könnte auch hier mal Omega Tempest nehmen. Das ist cool, oder? Ha, immer wenn der gerade in Deckung ist, mache ich das. Das ist doch scheiße.
Ah, jetzt hat er sich das natürlich geschnappt. Ja, okay, also das ist auch nichts. Also das schon war abgehakt. Dann da oben nicht, also gehen wir mal hier unten lang. Und dann nochmal hier rein. Kommen wir jetzt nicht wieder hier raus? Das sollte da links wieder dieser komische Gang sein, oder? Oh Mann. Jawoll, und so haut er auch richtig schön Schaden rein. Jawohl, ja. Coole Sache, Zelos. Deshalb kann er auch das. Er ist jetzt ein fortgeschrittener Erdmagier. Danke, Genius. Oh ja, schön. Schön, Tiger Rage auch. Ach, ich liebe die Sachen. Nein! Oh Mann, jetzt gerade, wo er Explosion machen wollte. Ja gut, er hat es wenigstens gelernt. Und wir gucken uns das einfach das nächste Mal nochmal an. Ich meine, ich glaube, wir kennen das schon. Das hatten nämlich... Haben wir schon in einem der ganz früheren Bosskämpfe mal gesehen, aber halt nicht von Genius. Das wäre natürlich auch noch wünschenswert. Moment, also... Da links sollte jetzt, genau, dieser Gang sein. Das Ding hat sich jetzt aufgehängt, sehr gut. Gehe ich mal hier runter. Das ist jetzt nicht da mit den Kisten, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt aber gerne die Strategie von Zelos ändern. Er darf jetzt nicht nur das machen, sondern... Vorrangiges Verkämpfen mit Nahkampf sollte er jetzt mal gerne machen. Ja. Jetzt haust du rein, Zelos. Ach so. Kombination aus Demon Fang und Light Spear. Okay, cool. Demon Spear. Das heißt, er lernt auch Kombinationsattacken jetzt. Wow. Ach, Ground Dasher, genau. Ground Dasher. So. Ach komm, jetzt hier. Ach, Genius ist super. Es tut mir ja sehr leid um die anderen Charaktere, aber ich, mit Genius und Rain kann ich nicht austauschen und mit Lloyd kämpfe ich am liebsten. Also werden wir das mal ändern müssen jetzt. Regal. Ich glaube, mit dem kann ich nicht kämpfen. Aber auch er muss mal langsam ein paar Sachen lernen. Spin Kick. Niedriger Kick, bla bla. Triple Rage Kick. Dragon Dance. Moment, also Crash and Moon ist Luftabwehrattacke. Spin Kick, der mit einer Luftattacke verbunden werden kann. Luftattacke, also Crash and Moon Eagle Dive kann mit Luftabwehrattacke verbunden werden. Also Spin Kick, Crash and Moon Eagle Dive. Das ist, glaube ich, so eine klassische Kombination. Heilt ein Mitglied. Hier mit Healer. Braucht man nicht. Abwehr von Angriffen aus der Luft. Ein mächtiger Aufwärtskick. Luftattacke. Eagle Dive und Eagle Fall. Dann würde ich den Eagle Fall mal hier vorziehen. Oben und... Ich würde aber sagen auch oben. Zuerst oben Spin Kick, dann unten... Crash and Dark Moon. Luftabwehrattacke, mehrere Roundhouse-Kicks gefolgt von Crash and Moon. Nee, dann Crash and Moon und dann hier oben Eagle Fall. Und hier machen wir dann mal unten was Härteres hin, also sowas wie Rising Dragon. Oh, das ist eine Luftabwehrattacke, genau wie
Crescent Moon. Nehmen wir doch auch Rising Dragon. Heaven's Charge, Bodenattacke. Nein. So wie Mirage und Bastion. Dann nehmen wir Crescent Dark Moon. Und probieren das mal aus. Haben wir ihm ja Bastion haben wir angelegt. Hier unten. Was ist das, was ich meine? Warum... Fuit. Hier muss da auch irgendwas sein. Nee, scheinbar nicht. Okay, da habe ich mich vertan. Aber hier kommen wir nochmal irgendwo hin. Also doch gut, dass wir hier gelandet sind. Drachenbiss. Das hat es auch mal... Ja, okay, dachte ich mir. Nach, erst gedacht, Schienen für Riegel. Dann habe ich gedacht, Schwerter. Und dann waren es doch die Schienen. Ah, dann. Okay. Ich gehe jetzt auf ihn. Und dann. Okay. Also so. Leider muss ich dann am besten... Ne, okay, es funktioniert nicht, weil das Ding immer weggetreten wird von meinem Spin-Kick. Also muss ich... Ah, cool. Ach, Riegel ist immer so ein ganz anderer Charakter. Ja, okay, hier waren wir. Blöd, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Und ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu. Cool, das ist auch geil. Ich glaube, da sieht Crescent Moon aber besser aus. Ich weiß nicht, da bin ich jetzt gerade ein bisschen... keine Ahnung. Luftabwehr. Crescent Moon. Da können wir mal Swallow Kick ausprobieren, ob das auch funktioniert. Da bin ich jetzt ein bisschen oberflächlich irgendwie, weil ich bei Riegel absolut keine Ahnung habe. Das sieht echt cool aus mit den Schienen, oder? So, jetzt langsam bin ich auch am Ende. Ne, jetzt werden wir weiter. Wir probieren es einfach mal. Ja, okay, wir haben aber nichts zum Einführen. Das ist blöd. Okay, jetzt möchte ich aber noch gerne ausprobieren. Ja, es funktioniert. Yeah. Kann ich denn vielleicht den Spin-Kick umsetzen, eine Bodenattacke? Kann mit Luftabwehrattacke verbunden werden. Das ist auch eine Bodenattacke. Ein paar ausprobieren. Ah, okay. Ja, das ist ja langweilig. Ja, dann gucken wir uns mal hier Mirage an. Nein, nicht mal ein Contest. Ja, gut. Was bleibt uns jetzt anderes übrig als... Ja, hier kommen wir her. Ja, gehen wir nochmal hier durch. Also irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas mache ich falsch. Ich glaube, hier bin ich letztes Mal auch schon hängen geblieben. Oder eben das letzte Mal, als ich das gespielt habe quasi. Okay, also Mirage ist noch langweiliger als das andere. Kann man dann Triple Kick benutzen?
Gehen wir auf den. Okay, falsche Kombination. Ach, komm schon. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Schade eigentlich. Das, meine Lieben, ist Explosion. Und es haut ziemlich rein. Ja gut, dann machen wir an dieser Stelle eine Pause. Eine Aufnahmepause, eine verdiente Aufnahmepause, meiner Meinung nach. Wir beenden das an dieser Stelle. Ich gucke dann, was ich hier falsch gemacht habe, offline. Oder ich muss es dann eben nachgucken im Internet. Finde ich ein bisschen blöd, aber schauen wir dann mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank fürs Zusehen hier bei Tales of Symphonia. Bis dann.